Da sind wir auch wieder in Strangerville. Wir haben das letzte Mal unsere Rechnungen bezahlen müssen. Warum macht er denn nichts? Ich denke, der hat so einen Hunger. Der sollte mal eben eine schnelle Mahlzeit essen. Also viel ist heute nicht mehr drin, weil wir müssen so ein bisschen sparen im Moment. Wir haben die Leonie beim letzten Mal als Geist wieder gesehen. Oh mein Gott, die soll mir nicht auf den Sack gehen. So. Wir machen noch mal Grusel an und tanzen dann noch so ein bisschen rum. Und wenn wir genug Spaß haben, dann legen wir uns auch noch mal hin, würde ich sagen. Weil ich möchte nämlich so schnell wie möglich wieder zur Bibliothek kommen. Das heißt, ich werde das Ganze hier ein bisschen schneller vorlaufen lassen. Das heißt, dass... na komm schon, ein bisschen tanzen, damit du wieder Spaß hast. Alles gut. Alles gut. Die Frage ist nämlich, wie wir das am besten schaffen, ins Geheimlabor reinzubekommen. Wir haben letztes Mal ja schon festgestellt, dass wir eine Schlüsselkarte brauchen. Und dass wir die bekommen, wenn wir entweder eine Militärkarriere, ich glaube, bis zum dritten Level machen. Oder wir müssen einen anderen Weg finden. Ich weiß aber leider noch nicht, welchen Weg wir finden sollen. So, achso, das kann man auch so ausschalten. Das ist doch wunderbar. So, mal schauen. Weil wir müssen ja jetzt auch bald wieder auf der Arbeit sein. Das ist das Problematische jetzt gerade. Ich bin aber auch schon froh, dass wir jetzt keine Rechnung hatten. Oh, das Essen sollte aber vielleicht immer weggeräumt werden. Dass wir keine Rechnung hatten, bei denen wir... Käsecracker. Wieso hat der Käsecracker gemacht? Der sollte sich doch Joghurt machen. Hallo, willst du mich veräppeln? Ich hoffe, du hast jetzt hier nichts für bezahlt. Jetzt mach aber nicht alles weg. Hallo? Du solltest die essen, du Vollpfosten. Ja, super. Nein. Nein. Du sollst etwas essen, was nichts kostet. Kapierst du das nicht? So. Jetzt ist was, was nichts kostet. Wir haben kein Geld. Und danach gehst du dich erstmal baden, weil du musst nämlich zur Arbeit. So. Lassen wir da mal ein bisschen schneller hier durchlaufen. Ich glaube, danach hat er noch Zeit, um auch nochmal auf Toilette zu gehen. Ja, plansch noch ein bisschen rum. Alles gut. Brauchst dich jetzt nicht für verrückt erklären lassen. So, kannst auch gerne nochmal so ein bisschen tanzen hier. Zack. Alles gut, alles gut. Du musst gleich zur Arbeit, aber bis dahin kannst du noch ein bisschen was machen. Muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Wunderbar. Einmal ausschalten. So, geht jetzt schon zur Arbeit? Er geht schon zur Arbeit. Okay, dann lassen wir das Ganze mal... Er ging nicht zur Arbeit. Was hat er denn gemacht? Egal. Dann lassen wir das Ganze auf jeden Fall jetzt erstmal ein wenig durchlaufen. Da hat der Kerl schon wieder Hunger. Das heißt, er muss jetzt gleich erstmal etwas essen, wenn er von der Arbeit kommt. Und... Oder er hat gerade auf der Arbeit was gegessen. Na toll. So, sehr schön. Du wirst jetzt erstmal mit mir mitkommen. Wir reisen nämlich jetzt erstmal. Junge, das Essen ist nicht so wichtig. Du hast schon gegessen. Komm. Wir verreisen jetzt nochmal. Wir gucken mal, was in Strangerville noch alles so... Warum ist da eigentlich so ein Balken? Bei den anderen hier ist nämlich kein Balken drin. Das ist schon irgendwie seltsam. Also in der Bibliothek haben wir ja schon einiges herausgefunden, aber wir müssen ja irgendwie noch herausfinden. Das war aber in der Nähe von der Bibliothek, glaube ich, wo wir hin müssen. Vielleicht... Ach ja, wir müssen ja auch die Leute abhören, genau. Das heißt, dass wir eigentlich auch noch jede Menge Geld brauchen. Ich schau mal eben. Irgendwo hier war doch dieses Geschäft. Da, genau. Geh mal hier hin. Ich hoffe, das hat jetzt auch noch auf. Ja. So, den frage ich jetzt auch nochmal nach der Schlüsselkarte. Mal schauen, was daraus wird.
Vielleicht kann der mir etwas Genaueres sagen, wie man das als Sim machen kann, der eben nicht beim Militär oder bei der Wissenschaft ist. Hi, Kumpel. Broblade Doyum Frendoy. Ich glaube, ich habe eine Schlüsselkarte in meinem Geheiminventar. Ich werde sie dir nur verkaufen, wenn du beweisen kannst, dass du im Rahmen der Strangerville-Untersuchungen handelst. Vielleicht hast du ein Geheimdossier. Ah, okay. Also. Das Geheimdossier, da war doch ganz am Anfang was, wo ich das Foto gemacht habe. Kann ich ihm da irgendwie was geben oder so? Und Inventar? Foto einer bizarren... Sammle 15 Stranger-Will-Beweise, um ein Geheimdossier zu erstellen. Beweise findest du, indem du Bewohner befragst oder im Geheimlabor herumschnüffelst. Ich schätze mal, ich habe jetzt 5. Klick, um den Stapel zu öffnen. Genau. Okay, ich brauche 15 von diesen Sachen. Aber ich bin... Ja, ich bin jetzt hier natürlich nicht im Labor. Kann ich hier nicht... Nee, was ausgraben oder so wahrscheinlich eher nicht. Die Residenz besuchen möchte ich auch nicht. Ich möchte einmal reisen. Ja, ich bin doch schon da drin. Genau. Ich gehe jetzt einfach nochmal zum Geheimlabor. Und dann schaue ich mal, ob ich da vielleicht jetzt noch weitere Beweise finden kann. Irgendwie hört sich das jetzt gerade seltsam an. Ah, ich kann noch weitere Beweise hier finden. Das ist ja klasse. Also wahrscheinlich jeder Tag, der irgendwie beginnt, kommen hier neue Beweise rein oder so. Das wäre natürlich super klasse. Ja, die Bedürfnisse müssen wir ein bisschen im Auge behalten, weil er ist ja schon so am Rumschleichen. Beweise, Beweise, Beweise. Such mal überall nach den Beweisen. Hat wohl nichts gefunden beim ersten. Infrarot-Mikrofilm. Aha. So, schauen wir mal hier. Hier sind nochmal Beweise. Also eventuell Beweise. Das muss er ja alles durchsuchen. Kann man das auch? Nee. Hier nochmal. So, haben wir noch... Da ist noch ein Stapel. Hier habe ich, glaube ich, jetzt eben schon... Ach, ich habe gerade gesehen, wir haben ja doch eine Toilette. Es sieht aus wie eine Toilette mitten in der Küche, aber okay. Gut. Paket mit rätselhaften Samen. Ja, Programmierfähigkeit Level 3. Mist. Hätte ich das vorher gewusst, hätte man natürlich die Programmierfähigkeit jetzt verbessert. Ich würde normalerweise auch sagen, dass wir das zwischendurch machen. Das Problem... Ah, ein paar... Oder? War das jetzt das mit den alten Samen? Schauen wir mal kurz nach. 11 Beweise haben wir schon. 11 Beweise. Wir kommen der ganzen Sache näher. Wo läufst du hin? Achso. 11 Beweise. Und noch einen. Wir haben schon 12 Beweise. Jetzt haben wir noch ein verschlüsseltes USB-Gerät. Das ist natürlich mega klasse. Trotzdem, irgendetwas Seltsames höre ich hier. Ja, ja, da ist doch eine Toilette. Nimm die doch einfach. Alles gut. Brauchst du nicht in die Hose machen, Junge. So, da kann ich nicht mehr... Ich glaube, für heute haben wir alles durchgewühlt, ja. Ah, Mist, 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 Mist. Müssen wir noch einen weiteren Tag warten? Ich glaube, meine Nerven halten das nicht mehr aus. Ach, jetzt kann ich mir noch einen Kaffee ziehen, ja. Egal, wir reisen jetzt danach direkt nach Hause. Wir gehen hier mal eben, wir holen uns wahrscheinlich die Krätze jetzt hier, wenn wir hier auf Toilette sind.
So, wir reisen jetzt erstmal wieder nach Hause, weil wir müssen natürlich auch bald wieder arbeiten gehen. So, geh erstmal ins Bett. Alles andere kannst du später machen. Du bist sowas von völlig fertig. Danach kannst du dir eine schnelle Mahlzeit nehmen. Und ein bisschen tanzen. Aber ruh dich erstmal. Oh, wir haben ja gar nicht mehr. Ja, wann muss ich auf der Arbeit sein? Um 9 oder um 10? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, komm, ist ein bisschen schneller. Ich glaube, es kommt nämlich gleich der Hinweis, dass ich um 9 auf der Arbeit sein muss. So, danach einmal aufräumen bitte. Ja, genau, ich hab's geahnt. Okay, lassen wir das mit dem Aufräumen. Es ist wichtiger, dass du gleich zur Arbeit kommst. Bisschen Spaß musst du natürlich auch haben, ne? So, dann schalten wir das Ganze jetzt aus und dann darfst du gerne direkt zur Arbeit fahren. Hallo, du sollst zur Arbeit fahren. Geht das noch? So, und da bin ich natürlich schon ganz gespannt darauf, was wir für Beweise finden werden, wenn wir jetzt erneut zum Geheimlabor fahren werden. Wir müssen ja noch ein paar Geheimnisse... ach so, man kann ich jetzt immer Tag gucken, wenn er nicht da ist. Okay. Sehr schön. Geld hat er schon mal da. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie viel kostet so ein PC? Weil... Elektronik. Aber nur der Fernseher. Computer hier. Ja, damit kann man es jetzt nicht wirklich. Oh, die sind aber alle sehr, sehr teuer. Okay, das können wir erstmal vergessen. Ja, ja, ja. Ah, das ist Mist. Das ist richtig Mist. Obwohl, wir können ja zur Bibliothek gehen, glaube ich. Da können wir das Ganze ein bisschen trainieren. Ich würde sagen, das machen wir dann auch gleich mal. Wir gehen erstmal baden. Wir haben jetzt eh nichts zu tun, also sprich, wir brauchen jetzt eh nirgendwo hinzugehen. So, das heißt, beeil dich mal ein bisschen mit Baden, Junge. Und danach können wir dann auch direkt in die Stadt gehen zur Bibliothek und dann versuchen etwas... Ach, geh mir nicht auf den Sack, ich habe hier gerade ganz andere Sachen zu tun. Ich muss unbedingt zur Bibliothek... Was ist denn... Oh, oh. Oh, da müssen wir auch noch gleich unser Gerät wieder fit machen. Das müssen wir reparieren. Wir haben jetzt so oft damit getanzt und Musik gehört, dass es kaputt gegangen ist. Vielleicht haben wir auch zu schlecht getanzt, wer weiß. So, hier sind PC. Es geht doch mal einer von dem PC hier weg. Hallo? Ist hier noch irgendwo einer? Nee, natürlich nicht. Junge, ich muss da ran. Ich muss, nee, kein Spiel spielen. Hä? Programmieren üben, genau. So, üb mal das Programmieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Hat die Programmierfähigkeit erworben. Das ist schon mal gut. So, dann verbringt er auch mal ein bisschen Zeit mit. Komischerweise macht ihm das keinen Spaß, obwohl er ja eigentlich das Programmieren, also das Hacken im Endeffekt ja machen möchte, sage ich jetzt mal, weil er ja die Schlüsselkarte bzw. die Informationen haben will.
Er ist ja hier unser kleiner paranoider Jason. Ihr sollt nicht miteinander reden. Konzentrier dich darauf zu programmieren, Junge. Ist nicht schlimm, wenn du angespannt bist. Hauptsache, du kommst ein Level weiter. Komm, das bisschen schaffen wir noch. Super. Gibt's hier irgendwo was zu essen? Nee, zu essen gibt's nicht, aber du könntest nochmal eben auf Toilette gehen. Ganz schnell. Damit wir das auch schon mal haben. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das denn hier? Na komm, wo ist er? Mit der brauchst du nicht reden. Ach, der ist noch weiter am Programmieren. Ja, dann programmier mal weiter. Wenn dir das lieber ist, als auf Toilette zu gehen, dann ist ja okay. Man merkt schon die Anspannung. Also man merkt schon, dass er unbedingt den Beweisen auf der Spur kommen will. Weißt du was, du hörst jetzt erstmal damit auf und dann spielst du erstmal eine Runde. So, damit das wenigstens ein bisschen besser wird hier, ne? So, haben wir auch schon mal Level 2 der Logik erreicht. Das ist doch wunderbar. Aber ich befürchte, er muss mal so langsam aber sicher nach Hause. Ich schätze mal, da sollten wir jetzt auch wieder hinreisen, damit er erstmal schlafen kann und was essen kann. Ja komm, das brauchst du nicht. Du gehst jetzt erstmal nach Hause. Du musst ja schließlich frisch, fromm, fröhlich, frei, wenn du wach bist, wieder ans Werk gehen können. So, du isst dir jetzt mal eben eine schnelle Mahlzeit. Oh, das solltest du allerdings auch mal wegtun. Aufräumen, dann. So, wenn du danach noch ein bisschen Platz hast, würde ich sagen, könntest du das Ding noch reparieren. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, ob der nicht irgendwann mal in Brand gerät oder so. Das weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, wir haben gar nicht seine Reparaturfähigkeiten gestärkt, oder? Das war, meine ich, mit der anderen Familie. Da sollte er noch ein richtiger Handwerker werden. Hier ist es natürlich etwas anders. Ja, alles nicht schlimm. Geschicklichkeitsfähigkeiten. Okay. So, wenn du damit fertig bist, dann darfst du gerne schlafen gehen. Aber erst dann... ja. Gut, Teile plündern darfst du dann auch, wenn du wach bist. Und du sollst immer noch die Sachen aufräumen. Da, komm, wir haben schon ziemlich spät. Oh, genau. Und dann essen wir gleich auch noch eine kleine, schnelle Mahlzeit. Immer den ganzen Tag nur Joghurt essen. Ist vielleicht nicht ganz gesund, aber egal. So, wir haben ein Tuning-Teil erhalten. Komm, ess was, kräftige dich und danach müssen wir los. Kräftige dich, also stärke dich, meinte ich jetzt eigentlich damit. Und auch wegräumen danach, ne? Absolut inspiriert. Das ist schön. So, und das macht er jetzt weg. Das ist noch schöner. Ja, ich weiß, dass du paranoid bist, aber... Wieso hat der jetzt keine Schuhe an? Egal, er kann von mir aus auch barfuß dahin gehen. Aber ich will jetzt unbedingt die letzten Geheimnisse finden, damit wir endlich alles zusammenstellen können, um eine Schlüsselkarte zu holen.
wird für den Geheimnis dieses Labors bzw. den Geheimnis von Strangerville endlich auf die Spur kommen. So, suchen wir hier auch nochmal nach Beweisen. Beweise, Beweise, Beweise. Ach, der geht da rein. Er hätte auch hier direkt gucken können. Na, egal. So, die Logik. Ach, wir brauchen nur noch zwei Beweise. Okay. Hat einen Beweis gefunden mit rätselhaften Samen. Das ist ja nach dem Zimmer nicht mehr verfolgt. Das ist blöd. Komm, ich bin so aufgeregt. Das musst du schneller machen. Wir haben 15... Moment, wir haben 15 Beweise gefunden. Geheimdossier zusammenstehen. Fotoalbizarre Pflanze. Geheimdossier. Damit kannst du eine Schlüsselkarte für das Geheimlabor erhalten. Sieh im Geheiminventar des Besitzers des Kuriositätengeschäfts nach. Oder frage die Wissenschaftler oder das Militärpersonal in der Stadt. Ja, da frage ich doch lieber den Typen, das ist doch klar. Aber bevor wir das machen, wir reisen jetzt schon mal dahin. So, wir lassen uns hin teleportieren. Scotty, beam me up to the Stadt. So. Oh, ich bin so aufgeregt. So, dann schauen wir nochmal schnell nach. Da gehen wir jetzt hin. Muss ich mit dem jetzt direkt reden? Nach Schlüsselkarte fragen. Genau, lauf rüber. Was macht der denn hier für ein Quatsch? Schneller. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Ja. Alle Beweise verkaufen. Jodi Bibna. Jodi Bibna. Arnenuset. Ja, und wie kann ich das Geheimdossier jetzt benutzen? Chupa. Yamba Chupa. In meinem Geheiminventar. Das ist hier. Ach da, Geheiminventar. Schlüsselkarte kaufen. 250 Dollar. Ach so, die muss ich kaufen auch noch. Ach du Schande, okay. Enddossier geben. Okay, ganz übersetzt wurde es wohl noch nicht. Ja, hast du es jetzt gemacht? Machst du es jetzt? Jason Sparks hat soeben die Schlüsselkarte erhalten. Sie sollte Zugriff auf alle Toren des Geheimlabors gewähren. Und mit dieser Szene werden wir uns für heute verabschieden. Oh, da oben läuft eine kleine Eidechse und ist gerade verschwunden. Und werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir gemeinsam das Geheimlabor erkunden. Bis dann.